Spiele ich Fußball für das Land, in dem ich lebe, oder spiele ich für die Heimat? Aber was ist Heimat? Haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, was ist Heimat? Was verbinden Sie mit Heimat? Ist Heimat Ihr Wohnort oder das Land, in dem Sie leben? Oder vielleicht ein Platz, wo Sie sich gerne mit Freunden treffen? Aber muss Heimat ein Ort sein? Kann die Heimat auch an Menschen gebunden sein? Lassen Sie uns eine kleine Probe machen. Ihr Onkel mit seiner Familie in Australien, in einem kleinen Dorf. Dieses wird von Killerbienen bedroht. Und zeitgleich eine Gemeinde in Österreich, ebenfalls von Killerbienen bedroht. Sie haben eine Spraydose mit dem passenden Gegengift. Dennoch können Sie nur einen Ort retten. Retten Sie nun den Ort in Österreich, wo Sie niemanden kennen, oder den Ort in Australien, wo Ihr Onkel mit seiner Familie lebt. Wenn Sie mit Freunden unterwegs sind, sagen Sie nicht du und ich, sondern wir. In Afrika sagt man, ich bin so wie ich bin, weil wir sind. Alle Menschen, die mich beeinflussen, gehören zu wir. Also ist wir eine andere Bedeutung für Heimat. Aber wann sagen wir wir? Auf den Fußball bezogen kann man nur wir sagen, wenn man die folgenden drei Hauptpunkte beachtet. Der erste Punkt ist Akzeptanz. Nur wenn man sich gegenseitig akzeptiert, können Freundschaften und Gemeinschaften entstehen. Und auch nur dann kann man Erfolg haben, im Fußball sowie im Leben. Die Probleme nicht zur Seite schieben, sondern sie als Team lösen. Der zweite Punkt ist Verlässlichkeit. Sich gegenseitig bei Fehlern helfen und sie als Team lösen. Der dritte und letzte Punkt ist Ebenbürtigkeit. Nur wenn man sich gegenseitig toleriert, vertraut und respektiert, kann ein Wir entstehen. Also, lassen Sie uns ein Wir machen, in einem System, in dem jeder seine Position findet, die er mit Liebe, Freude und vor allem mit Einsatz für ein Für und Miteinander besetzt. Fußball ist wie das echte Leben, im positiven Sinn. Nur, dass es im echten Leben viel mehr Positionen zu besetzen gibt. Danke.